Hallöchen, willkommen bei einer weiteren Folge World of Tanks. Ja, ich habe neuen Heavy und zwar den Chinesen IS, den IS-2. Inzwischen glaube ich sogar schon voll ausgebaut. Na, fast, der Motor fehlt noch. Ja, die Crew selber kommt ja aus den guten Panzer, aus dem Type 58. Problem war halt der Richtschütze, der ist eigentlich noch scheiße. Man sieht's, der hat noch nicht mal ein volles Talent. Deswegen. An sich mit einem IS macht man nie was verkehrt. Ist natürlich immer der Vorteil, wenn man eine Crew drauf hat, die einigermaßen sich auskennt mit dem Panzer, dann läuft es etwas runder. Aber im Großen und Ganzen IS, ob nun der Russen IS oder der Chinesen IS oder die Premium IS. So ein IS ist halt immer ein sicherer Panzer, eine sichere Bank und lässt sich eigentlich immer wunderbar spielen. Die Knifte tut weh, die Panzerung passt. Gerade auf Stufe 7 ist es eigentlich überlegener Panzer. Ich sag mal, die einzelnen Konkurrenten ist ein Tiger P. Und wenn man sich auskennt mit dem Tiger, dann auch der Tiger. Ansonsten ist so der IS und der IS-2 wirklich konkurrenzlos. Ja, und weil ich ja bei den Chinesen weitermachen wollte, habe ich mir halt einfach den IS-2 gekauft. Verbaut habe ich eine Lüftung, den Ansetzer Klasse 2 und einen Richtantrieb. Gerade Ansetzer ist eigentlich Pflicht bei dem Panzer. Hier geht es bei 10 Sekunden Nachladezeit, das ist schon einigermaßen okay. Ja, und ich habe da zwei Videos. Ein Video war, glaube ich, nochmal der ersten oder zweiten Knifte und das andere Video im Endeffekt voll ausgebaut. Und die beiden Videos gucken wir uns einfach mal an. Ja, Siegfried-Linie im IS-2 habe ich mir gerade gekauft. Man sieht es noch an den schönen Schimmelgrün, nenne ich es mal. Leider noch mit der ersten Knifte und nicht mit der gewohnten IS-Knifte. Also das Ding quasi komplett on stock. Ah, und dieses schöne Grün. Ach, das ist so toll. Ja, jetzt habe ich noch ein IS. Ja gut, ist ein IS-2, ist aber halt Aufbau IS. Halt nur in grün. Und wir fahren an die gewohnte Position und machen mal Luki. Was mir schon mal nicht gefällt, ist, dass da keiner ist. Okay, ich frag mich gerade, warum. Warum T64? Warum? Oh Leute, spielt doch bitte mal mit. Komm, du kannst nicht mehr abhauen. Ja, leg dich nicht mit Nies an, Bitch. Hat die Ploppe gemacht. Next, please. Ja, Leute. Na ja, komm.
Ach. Eine Fresse. Ich möchte mich hier eigentlich nicht wegdrehen, weil ich ganz, ganz genau weiß, dass dann von hinten der 44 und der OI kommen. Ja. Es war so glasklar. Ach man, 4 zu 8, ey. Für eine Stockrunde mit 2-1 Schaden und 262 unterstützt. So eine Runde muss man nicht verlieren. Aber Hauptsache die Artis jagen. Mal schön das eigene Ergebnis retten, ne? Und dann ja die Artis jagen. Ach, schade, die Runde hätte man nicht verlieren müssen. Ey, aber für eine Stockrunde 2200 Schaden, das ist schon, muss man schon sagen, ist schon nicht schlecht. Gut, war auch ein IS. Okay. Schade. Schade, 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 schade. Hatte Plopp gemacht, der Kollege, ja. Er hat zumindest Plus gemacht.
Ja, das Ergebnis von Erlenberg. Ich habe mal die Kameraton ausgelassen. Muss gestehen, ich habe mich einmal verklickt mit der Munition. Ich hatte einmal beziehungsweise zweimal die HE drin. Ne? Das ist mir beim Reparieren passiert. Da bin ich irgendwie auf die 3 gekommen. Aber ist ja wurscht. War ja ein Sieg. Es gibt die Klasse 1, es gibt den Schläger, es gibt Hand Gottes, Duellant, Kämpfer, Gratis-Medaille und Shellproof, ja, kugelsicher. Waffenbrüder, Stahlwand und Großkaliber. 83.000 Credits bei 8.000, knapp 8.600 EP und 25 Anleihen. Zusammen mit den Kollegen 45 TP auf 1 zu 2. Ich denke mal, der Sieg geht auch so in Ordnung, auch wenn es zum Anfang relativ knapp war. Da war man so ein bisschen im Hintertreffen. Ja, ansonsten 19 Schuss, 14 getroffen, 9 durchgegangen. 2 mit Splash, ja. 40.000 sind noch übrig geblieben. Ja, ein bisschen was geblockt, ein bisschen was unterstützt. Ich denke mal, die Runde geht's in Ordnung. Ja, und im Endeffekt, das Ding ist, wie gesagt, ist ein IS halt nur Made in China. Aber spielt sich genauso. Genauso wie ein IS-2M oder. Was haben wir noch? Ein IS-2S oder ich weiß nicht, was alles an IS-Fahrzeugen gibt. Nun gut, ich würde sagen, wir belassen es auch bei den zwei Replays. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.